Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal weiter in unserer Hauptstadt am Bauen. Und ja, machen heute so einfach mal weiter, würde ich vorschlagen. Machen wir aber allerdings den Nachtmodus jetzt mal wieder aus. So, damit wir auch schön sehen, ja, wo wir hier weitermachen können. Und ich habe auch gerade beim Laden des Spiels habe ich schon gesehen, dass ja, wir mehr Jobs brauchen hier tatsächlich, nicht mehr Bewohner. Das finde ich gut. 8, 9. So, dann bringen wir das mal hier auf den Weg. So. Gut, Freunde, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier einfach mal weiter direkt. Ich freue mich, dass wir wieder eingeschaltet haben natürlich hier. Beim guten alten SimCity 4 Let's Play. Und genau, da würde ich vorschlagen, verbinden wir das einfach. Verdammt. Ja, das mit der Monorail ist manchmal ein bisschen problematisch, aber das kriegen wir schon hier. Na? Monorail? Kriegen wir hin, denke ich mal. Es muss doch klappen. Na, komm schon. Na komm schon, hey! Wie, Moment. Das ist gerade ein bisschen komisch, muss ich sagen. So. Dann. Ah! So geht's. Okay, wunderbar. Ich habe jetzt schon gedacht, dass wir das nicht verbinden können. Aber das hat doch geklappt. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir aber weitere Jobs hier hin. Mehr Gewerbe für euch. So. Und was habe ich hier gerade getan? habe ich da etwa ein 5x... Ne, 4x4, okay. Ja, das ist... der Elite hat mir zwar gesagt, dass ich da hier manchmal dieses... noch mehr Platz lassen sollte. Aber es klappt halt nicht immer. Und... beziehungsweise, ja, manchmal bietet sich das einfach an, was man das so macht, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Deswegen nicht böse sein, ich habe deinen Trick immer noch in der Hinterhand. Im Hinterkopf, meine ich. So, okay, dann verbinden wir euch mal schön mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist ein Bandagenbus, da kümmere ich mich gleich drum. Okay, dann können wir uns jetzt mal reingucken. Da oben. Okay. Das ist kein Problem. Da können wir ja hier unten eine neue Arztpraxis hier machen, ne? Ein Moment. So, da bin ich wieder. ja, genau. Wir wollten ja hier unten ein Krankenhaus hinbauen, ne? Weil wir hier oben einen Ärztestreik hatten. Okay, dann machen wir das. Und hey, hey, das sieht doch wie ein guter Platz für ein neues Wohngebiet aus. Würde ich vorschlagen, machen wir das doch einfach. Genau, 4x4. Hey. Sehr nice. Schaut euch das an, Freunde. Da kommt direkt ein Riesengebäude raus. So, was jetzt hier mit ist. Ich denke mal, das war da. Habt ihr Feuerwehr? Habt ihr Polizei? Was ist das denn hier? Wow, das sieht cool aus. Das Gebäude hier sieht cool aus, Freunde. Das habe ich auch schon unter Denkmalschutz gestellt, ne? Okay. Polizei wollte ich gucken. Braucht ihr Polizei? Oh. Ah, ne. Ne, 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 ne. Ihr braucht... Dann mache ich hier einen Stadtwald hin, ganz einfach. So 2x2 Flächen. Mal gucken, ob das schon hilft hier für euch. Weil ihr steht ja so auf Bäume, ne? Das ist ja ein bereits bekanntes, offenes Geheimnis hier. Aber nö, scheinbar. Habt ihr keine Nachfrage? Doch, wir haben Nachfrage. Dann irgendwie so machen. Hä? Warum zögert ihr so, da hinzukommen? Ah, okay. Das ist auch okay. So, dann machen wir hier mal als nächstes mal nochmal ein Wahrzeichen hin. Hollywood-Schild, das ist cool.
Aber. Ah, nee, lassen wir mal. Das ist zu lang. Die Sphinx. Ja, die hätte gut hier reingepasst, aber ist okay. So, das passt nicht. Das California Plaza haben wir schon. Coil Tower haben wir auch. Halle der Unabhängigkeit. Können wir hier reinmachen. Cool. So, und ihr seht's. Gewinne schrumpfen, Steuern trumpfen. Ah, das heißt Gewerbesteuer runter. Können wir gerne tun, ist kein Problem. Wir haben immer noch genug Einnahmen. So, da habt ihr eure Steuersenkung. Und zockt euch die Nachfrage wieder da. Schaut euch das an. Das ist so gut. Das ist wirklich genial. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass mal wieder. Ach, schade, das geht nicht. Verdammt. Das wäre zu gut geworden, ne? Aber ist okay. Ja, ich freue mich, dass du mir wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4, wie es hier weitergeht mit unserer Hauptstadt. Machen wir einfach noch einen Stadtwald hier rein. Und ihr seht, der Umweltwert, der geht immer noch nach links, ne? Obwohl wir hier Bäume en masse bauen. Also Pflanzen, ne? Der geht minimal nach rechts. Oh. Okay. Genau, der Verkehr geht nach rechts. Das ist natürlich mega gut. Und ja, da würde ich vorschlagen, ziehen wir einfach hier eine Straße rein und machen hier Gewerbeparks. Beziehungsweise Büros hin. Ganz genau, Freunde. Da kommen sie auch schon. Jo. Ja, wir waren ja dabei gewesen, hier ne, richtig schön unsere Hauptstadt auszubauen. Weil das jetzt ja quasi unser Hauptziel ist. Und ich meine, solange wir hier ganz normal weitermachen können, werde ich das auch machen. Weil ihr seht, die Hightech-Industrie-Nachfrage ist schon wieder weg. Ne, ist schon wieder weg. So, und welcher Straßenabschnitt? Ah, hier werden wieder Unfälle produziert. Okay, dann machen wir hier einfach eine Monorail-Station rein, damit die Leute schön mit der Monorail fahren. Und machen wir noch Bus und U-Bahn hin. Monorail, wo bist du da? Monorail-Station. So. Genau, okay, ja. Zack. Und eine Bushaltestelle und eine U-Bahn-Station hätte ich da gerne. Hier ist sogar noch Platz frei. Ja, dann mach das doch direkt. Dann mach das doch direkt, Mensch. Was ist das überhaupt hier für ein Bereich hier? Ach, das ist der, wo ich gerade am Bauen war, oder? Ja, schaut euch das an. Wir haben ein bisschen Verkehr. Verkehr entlastet und schon kommen hier neue Gebäude. Das ist wirklich krass. So, wo war denn das? Das war, ach, das war ganz oben hier. Ganz oben. Okay, Verkehr. Geht immer noch nach links, ne? Boah, aber ich sag mal so, es ist noch in Ordnung. Tatsächlich. Also der Verkehr, ja, hier halt, ne? Hier ist halt fast alles rot, weil das halt das Gewerbezentrum ist. Aber, ja, die hier, ne, die beschweren sich halt darüber. Verschmutzung Mittel. Was können wir denn da noch machen hier? Also wir haben ja schon hier krasses Verkehrsnetz am Laufen. Aber, mir fällt gerade nichts ein, was wir da noch machen können, tatsächlich. Noch eine U-Bahn-Station? Nee, Monorail-Station? Die wird wahrscheinlich auch voll benutzt, ne? Ja, 98%. Ne, wobei hier der Verkehr ist ja grün. So, Verkehr. Volumen. Das sind nur Straßen, glaube ich, jetzt, oder? Das sind. Ja? Das sind nur Straßen, genau, ja.
Straßenverkehr, Verkehrsstau. Das Blöde ist halt, dass da hier wirklich auch U-Bahn anzeigt und die werden nicht rausgefiltert, ne? Weil ihr seht es ja auch hier, ne? Hier unten drunter ist eine U-Bahn. Ne? Wenn wir uns mal das angucken. Hier unten drunter ist eine U-Bahn. Und, wie wär's denn, wenn wir das mal so machen? Verkehr. Unterirdischen Modus beenden. So, Verkehr bitte. Ja, und ihr seht's. Ja, wie gesagt. Werde ich mir später mal anschauen, wie wir das mit dem Verkehr regeln. Und die Monorails werden halt auch hier angezeigt. Das sieht man ganz deutlich hier vorne. Hier, das rote hier ist Monorail-Verkehr. Ne, von daher nicht alles auf die Schulter nehmen, dass das Straßenverkehr ist, um Gottes Willen. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir hier nochmal neue Jobs durchziehen. So, genau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen. Aber nun gut. Wartet. Wobei. Wir können das ja auch ein bisschen weiter dahin schieben, ne? Und da wir hier ein reines Gewerbegebiet machen, ziehen wir auch Alleen durch. Aber wartet mal, man kann doch auch hier eine Allee mit einer Auffahrt versehen, oder? Funktioniert das? Schade, das wüsste eigentlich, wartet mal, man müsste eigentlich diese Allee auch eine Auffahrt geben können, oder? Oder geht das nicht? Wartet mal. Das macht er gar nicht. Ah, schade. Okay, aber das ist jetzt erstmal nicht verkehrt. Nicht schlimm. Wir müssen sowieso erstmal gucken, wie wir weitermachen. Ne? Gut. Haben wir da vorne schon mal den Grundstein für die Jobs gelegt hier. Ich würde vorschlagen, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was Grünes rein. Grünzeug für euch hier. So. Damit ihr euch auch ja nicht beschwert, dass es zu dreckig ist. So, der Verkehrswert geht wieder nach rechts. Beziehungsweise bleibt in der Mitte. Und genau, Freunde, da würde ich mal vorschlagen, machen wir hier mal weiter. Ich würde hier gerne eine Auffahrt haben. Geht das? Verdammt, das geht nicht. Ach nein, jetzt habe ich aus Versehen hier die Autobahn abgerissen. Aber nicht weiter schlimm. Nicht weiter schlimm. Das kriegen wir schon hin. So, was ist das jetzt hier? Das will ich gar nicht haben, sowas. So, und aber jetzt. Ja, ganz genau. So, schön hier miteinander verbinden. Dann habe ich nämlich hier weiteren Platz für neue Wohngebiete. Und hier oben weiteren Platz für Jobs. So, dann, liebe Freunde, würde ich vorschlagen, brauchen wir nochmal ein Monorail-Kreuz? Nee, ich glaube das, oder? Weil das frisst nämlich extrem viel Platz, diese Infrastruktur hier, ne? Moment. Ebenerdig. Was hattet ihr gesagt? Oha, was ist denn hier wieder los? Was ist denn hier wieder los? Aua, das tut doch weh. Die fahren hier alle über die Autobahn. Ey, es ist unglaublich. Ebenerdig so. Das geht nicht, ne? Okay. Ja, wobei, wartet mal. Ist das wirklich nötig? Ja, doch. Ich meine, wir haben schon 665.000 Einwohner, ne? So. Also ich meine, was mit nötig ist hier, dass man hier so viele Autobahnen durchzieht. Aber es ist tatsächlich so nötig. Weil der Verkehrsfluss wird dadurch verbessert. Ach nein, ich habe wieder zu wenig, ne?
Ich habe jetzt eins zu wenig. Verdammt ich hier. So, aber egal. Egal. Das kriegen wir auch so hin hier. Und. Ja, ihr hattet auch gefragt, ob ich auch Eisenbahnen hier einsetzen werde. In diesem Fall tatsächlich nicht, weil die Eisenbahn, die frisst extrem viel Platz, auch alleine schon wegen den Bahnhöfen. Und das finde ich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne, von daher, ja, ich denke mal, wir schaffen es auch ohne Eisenbahn. Gut, so, dann würde ich mal vorschlagen, da ist eine U-Bahn-Station. Zieh hier mal eine Straße durch. Und hier unten mal eine. Dum, dum, dum. Ah, ich liebe diesen Soundtrack. Sorry. So, und dann machen wir das einfach mal so. Genau. Ziehen wir jetzt einfach mal hier die ganzen frischen Jobs hin. So. Ah, gut. Dann machen wir den Rest einfach 3x3. Ich finde, dieser Bereich ist ja okay, wenn der nicht so viele Parks hat, weil es ist ja Gewerbe. Oha, was ist denn hier? Ist jetzt draußen wieder los, ey. Da fliegt wieder ein Hubschrauber durch. Ist ja wohl nicht wahr. Ja, es ist ja wohl nicht wahr hier. So, alles klar, zwei U-Bahn-Stationchen für euch hier. Stationchen, das ist auch ein geiles Wort. So, dann hier einmal mit verbinden, einmal hier durch, einmal hier, dann passt das. So, dann machen wir hier mal Plazas rein für die Büros. So. Zack, zack, zack. Da kommt der Hubschrauber wieder, oh mein Gott. Hier draußen ist gerade was los. Kann man schon Angst kriegen. So, hier noch ein paar. Na, wobei, hier kann man... Hier kommen ja Wohngebiete hin, ne? Hier kommen ja Wohngebiete hin, ja. Das heißt, da machen wir dann... Gleich, wenn wir hier drüben hier mit durch sind. Wartet mal, wir haben hier... Die Einbahnstraßen haben wir ja noch, ne? Ist jetzt die Frage, kriegen wir das hin? Ja, das ist dann wieder 5er Feld. Und... gute Frage, wartet mal. Ich würde nämlich gerne wieder die Einbahnstraßen benutzen. Das da, aber dann hat man zwei Straßen nebeneinander. Das ist auch irgendwie. Verdammt, wartet mal. Wenn wir jetzt einmal den Fünfer-Trick machen von Elite, dann hier eine Einbahnstraße. Das ist gerade mir ein bisschen zu. Ich weiß es. Ich weiß nicht. Wartet mal, vielleicht so. Vielleicht geht das ja, wartet mal. So! So geht's doch auch. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Aber, kann man das wegmachen? Geht das? Aber das ist wie eine Allee, oder? Das ist jetzt wie eine Allee, aber, probieren wir das mal. Das ist vielleicht ein gut. Das ist vielleicht ein guter Trick, um Alleen zu verhindern. Wartet mal. Das ist vielleicht eine gute Idee. Dass wir einfach statt einer Allee zwei Einbahnstraßen bauen. Ich meine ja, warum denn nicht? So, dann machen wir da oben auch noch die Verkehrsanbindung hin. Da ist schon verbunden, das ist gut. Dann machen wir hier oben auch noch Haltestelle und so hin. Eine U-Bahn-Station. Das ist natürlich... auch interessant, ne?
Dass wir hier eine Einbahnstraße einfach machen. Gut, vielleicht klappt es ja. Vielleicht ist ja dann der Verkehr ein bisschen geringer. Ah, da kommen sie schon wieder. Sehr cool. Ah, da kommt ein Geschenkchen, bitte nicht. So, dass die Lehrer streiken wieder. Welche Lehrer denn? Hallo, hörst du mal auf, hier Geschenke zu bauen, bitte? Danke. So, Lehrer. Wo streikt ihr? Von der Grundschule. Ja, aber das passt auch. Dann baue ich einfach hier nochmal ein paar Schulen hin hier. Das ist eine gute Idee eigentlich, finde ich, ne? Dass man da zwei Einbahnstraßen hinmacht einfach. Gut, man muss natürlich erstmal abwarten, wie der Effekt jetzt auf den Verkehr ist. Verkehr. Ist grün, ne? Wartet mal. Eine Einbahnstraße lenkt den Verkehr auf den städtischen Straßen in eine bestimmte Richtung. Ich muss ja. Okay. Und die Allee, nicht so teuer wie eine Autobahn, kann aber mehr Verkehr aufnehmen. Das ist jetzt die Frage, ne? Da sieht man es auch nochmal. U-Bahn wird mit eingerechnet. Also hier vorne ist es tatsächlich grün, der Verkehr durch die zwei Einbahnstraßen. Sollen wir die Alleen durch Einbahnstraßen ersetzen? Schreibt ruhig mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob wir das machen sollten. Würde mich interessieren. Wirklich. Weil das könnte vielleicht unsere Verkehrsprobleme ja lösen. Wer weiß. Aber gut, wie gesagt, diese Stadt ist halt auch riesig geworden, ne? Und Verkehr ist halt in jeder Großstadt vorhanden. Deswegen weiß ich nicht, ob man das so ganz ausmerzen kann. Aber ein Versuch wäre es wert, alle Male. So, ach ja, wir brauchen auch noch eine weiterführende Schule hier. Eine große am besten. Jawoll! Sehr cool. Das passt genau dahin, Mensch. Falsch. Falsch. Nein! Aua. Das geht doch ins Geld. Ja gut, egal. Wir haben ja genug. Wir haben ja genug, ne? Da hab ich keinen ruhigen Finger gehabt. So, dann mach bitte die Grundschule. Jetzt baut er schon wieder Geschenk auf, ne? Ich glaub's nicht. So, mach das weg da. Lass es doch! Wenn du immer bei diesen 5x6 Gebäuden. 4x6 Gebäude. So, Mensch. So, alles klar. Dann machen wir hier weitere Bäumchen hin. Parks, genau. Und, ja. Dann haben wir noch ein paar Minütchen. Ja, dann machen wir weiter, würde ich vorschlagen. Die Nachfrage ist noch da, aber macht reichen Büros nicht mehr so viel. Okay. Aber hey, ich würde vorschlagen, wir machen hier einfach mal weiter. Weiteres Gewerbegebiet. Wie sieht hier der Verkehr aus bei euch? Verkehr. Ja, ist grün, wie ihr seht. Ist grün, ist gelb, ist alles noch in Ordnung. Wo bin ich denn jetzt hier hingesprungen? Nach hier unten. Okay. So, und dann machen wir hier einfach auf der linken Seite der Autobahn weiter mit Gewerbegebiete. So. Ja, genau. Und dann hier eine normale Straße wieder zwischen. Kann man hier drüber? Nee, es geht leider nicht. Schade, schade. Aber gut, ist jetzt alles, wie gesagt, nicht weiter schlimm. Wir machen... Warum baut ihr denn nichts hier auf die großen Flächen, sagt mal? Na gut, da muss man vielleicht noch auf die Nachfrage warten, oder? Ja, schaut euch mal das an. Die Nachfrage nach reichen Büros ist nicht mehr da.
Okay, aber wie gesagt, dafür haben wir jetzt hier die Möglichkeit, weitere Wohngebiete hochzuziehen. Wir brauchen hier unten Feuerwehr und alles. Was ist da draußen los? Ist das ein Feuerwerk oder irgendwas hat geballert? Höchst interessant hier, was hier wieder abgeht bei uns. Oh Mann. So, nein. Feuerwehr, Polizei hin. Zwei Plazas. Und dann feuerfrei für neue Wohnungen. Genau, wie gesagt, hier mit dem Trick, mit den zwei Einbahnstraßen statt einer Allee. Wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mal eure Gedanken dazu, ja, in die Kommentare schreibt. So, das Ding ist halt, wir haben hier wieder ein Monorail-Kreuz, was ziemlich Platz wegnimmt. Ach, wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Hier fehlen auch noch Stationen hier. Da kann einer hin und hier kann einer hin. Genau. So, wunderbar. Ja, wie gesagt, das ist gerade ein bisschen doof hier, dass wir hier tatsächlich die. Ja. Wer. Ah, das. Da macht ein. Da veraltet tatsächlich ein Feuerwerk draußen oder sowas. Es ist ja geil. So, ja, wobei, man kann ja auch hier das so machen. Dann so drum ziehen. Genau. Und dann einmal so und einmal so verbinden. Dann kann er hier noch, nämlich nochmal schön was reinbauen. Genau. Schau dir das an. Ein 3x3-Bereich. Ja. Und da kommt auch schon direkt wieder was Stylisches bei rum. Finde ich gut. So, Freunde. Aber dann machen wir hier am besten die Straßen einmal weg und machen euch eine eigene Bushaltestelle und eine eigene U-Bahn-Station. So, damit ihr auch ja nicht meckert, dass ihr keine Verkehrsanbindung habt. So, alles klar. Ey, schick hier. Schick. Taipan Terrace. Cooles Ding. Auf jeden Fall. So, das habe ich hier falsch aufgebaut. Da muss noch einmal eine Bushalte und nachher eine U-Bahn hin. So. Einfach weiterbauen. Ich meine, man kann ja gerade so schön bauen. Von daher. Ja, warum denn nicht? Gut, weitere Wohngebiete. Da macht echt einer ein Feuerwerk draus nicht so gut. Ich liebe ja Feuerwerk, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich gehört das Feuerwerk zum Beispiel auch zu Silvester. Einfach dazu. Und das war schon sehr krass, dass das letztes Jahr, die letzten beiden Jahre ausgefallen ist. So. Alles klar, machen wir hier noch den Park schnell fertig. Und dann sind wir auch schon wieder am folgenden Ende angekommen. Ja, nee, das ist ja wohl nicht wahr. So schnell geht das wieder hier. Boah, geile Sounds da draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich feiere das gerade. So. Gut, dann verbinden wir euch noch eben schnell. Oh, das war ein bisschen zu viel. Wir sind bei 86 Millionen Geld, Ressourcen. Schon nicht schlecht. So, machen wir hier immer weiter. Gut, dann sollen wir hier einfach mal sagen, ein Bereich ohne Monorail-Anschluss. Ich weiß ja gerade nicht. Aber das sieht schon ganz okay aus. So was kann man hier Schönes reinmachen. Ich glaube, ein Wahrzeichen kann man hier nochmal reinmachen. Fort Alamo. Ja, genau. Fort Alamo. Cool. Das passt doch genau da rein, Mensch. Oh, und wir müssen aufpassen mit der Nachfrage. Okay. Aufpassen mit der Nachfrage. Gut, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Ey, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es dann hier weitergeht mit dem Aufbau, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja.
Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.